Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Heute entführe ich Sie in die gute alte Zeit, als die Loks noch dampften und die Welt der Eisenbahn noch in Ordnung war. Diese Welt kann man auch heute noch erleben bei den Schmalspurbahnen in Sachsen. Zwei davon haben wir besucht bei unserer Sonderfahrt durchs Erzgebirge. Schon ist unser Sonderzug im Erzgebirge unterwegs. Kreuzt zwischen Deutschland und Tschechien bei unterschiedlichstem Wetter, mit wechselnden Zugpferden und stets dampfbegeisterten Fahrgästen. Viele Kilometer unserer Reise steht Lok 503648 vor dem Zug. Die Baureihe 50 war sowohl bei der Deutschen Bundesbahn wie bei der Deutschen Reichsbahn dominierend im Güterzugverkehr. Heute ist dieser Loktyp eine Rarität. Unser Exemplar wird vom Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf betreut. Ein Spektakel, auch für die Bevölkerung rechts und links der Strecken hüben und drüben des Erzgebirgskammes. Bisherige Stationen waren Cheb, Zwickau, Annaberg-Buchholz, Karlovy Vary und Chemnitz. Und dazwischen zahlreiche Haltepunkte irgendwo auf der Strecke für die Enthusiasten. Einziger Wermutstropfen auf der Sonderfahrt: der Zustand vieler Bahnhöfe. In den 90er Jahren hat die Deutsche Bahn in dieser einst so bahnreichen Region kräftig rationalisiert und sie dann links liegen gelassen. Manch einer nimmt von dieser Reise nicht nur Fotos von historischen Dampfloks mit nach Hause, sondern auch Eindrücke einer erst unlängst vergangenen Geschichte. Aue in Sachsen. Nur einer mit Wehmut betrachteter Bahnhof von vielen. Ich hatte schon ein trauriges Gefühl. Ich habe diese Schwellen gesehen, die Schienen, die nicht mehr da sind, suchte mal nach irgendeinem Rest, der da hätte liegen bleiben können. Ich habe mir gedacht, da ist nicht mal eine Schraube mehr übrig geblieben. Und als ich dann etwas weiter ging, dann habe ich doch etwas gefunden. Das habe ich dann eingesteckt. Das wird dann mal ein Briefbeschwerer, eine Mutter von einer Schwellenbefestigung. Ja, man muss wahrscheinlich wissen, was der Hintergrund dieser Stilllegung ist. Es war Erzbergbau für die Sowjets. Und es ist dann nach dem Krieg wohl auch ausgebaut worden. Und das waren die Gleise, die da hinten jetzt stillgelegt waren. Die Bahn macht da nichts mehr raus. Ja. Wenn man sieht, wo der Fahrkartenautomat steht, in der Halle, auf weiter Flur, der ist noch intakt. Ja, da kann man Fahrkarten kaufen. Aber das ganze Umfeld, das ist zum Weinen ist es. Die Fensterscheiben, keine mehr da. Türen waren zwar da, man könnte aber auch durchsteigen durch diese Türen. Und es ist insgesamt ein sehr maroder Eindruck, was diese Gebäude als solches aufmachen. Einfach der Eindruck schockiert etwas, wenn man so etwas sieht, was hier dann abgebaut wird, wenn man kennt, was dann halt früher mal da alles gewesen ist. Unsere Generation hat auch die Bahn in voller Blüte erlebt, Dampf und so weiter. Ja, und sowas, wie das heruntergekommen ist. Traurig, traurig. Umso erfreulicher, so das Schlusswort der drei Eisenbahnfreunde, dass auf den längst stillgelegten Nebenstrecken im deutsch-tschechischen Grenzgebiet noch Dampfsonderfahrten stattfinden. Und umso bewundernswerter die privaten Initiativen, die es ermöglichen, diese Fahrten mit bestens im Schuss gehaltenen Maschinen unternehmen zu können. Mit Volldampf geht es voran. In Richtung Kranzahl.
Schon grüßt die Himmelfahrtskirche, die in ihrer Höhe mit der Eisenbahnbrücke über das Flüsschen Sema wetteifert. In einer langgezogenen Linkskurve dampft der Sonderzug oberhalb der Dächer des sächsischen Bergbaustädtchens in das Bahnhofsgelände hinein. Kranzahl, an der Strecke zwischen Chemnitz und Weiperty gelegen, ist Ausgangspunkt einer touristischen Attraktion. Den Bahnsteig teilt sich unsere normalspurige Lok nämlich mit den Dampfzügen der schmalspurigen Fichtelbergbahn. Und die erregt in der Tat überregionales Interesse. Leider bleibt wenig Zeit zum deutsch-japanischen Kollegenplausch. Unsere Spurweite jetzt 750 mm. Vorne am Zug eine Schmalspurlokomotive, eine Baureihe 99. Die Fichtelbergbahn beginnt auf 653 Meter über Null und folgt zunächst dem Seematal bis Neudorf. Über Kretsch am Roten Sema steigt sie hinauf in die Wälder des Fichtelbergs und ab Hammer unter Wiesenthal entlang der tschechischen Grenze bis Oberwiesenthal, Deutschlands höchstgelegener Stadt, auf 914 Meter. Seit 110 Jahren verbindet die Bahn ohne Unterbrechung das Fichtelberggebiet mit dem Rest der Welt. 1998 übernahm die neu gegründete BVO Bahn GmbH das Traditionsunternehmen. Und heute ist deren Tochtergesellschaft SDG, die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft, verantwortlich. Die Fichtelbergbahn an sich gibt es seit reichlich 100 Jahren. Wurde natürlich etwas kleiner angefangen von den Lokomotiven und Wagen her. Aber in dieser Gestalt seit etwa 30 Jahren ist die Fichtelbergbahn so zu erleben. Es ist vorwiegend eine touristische Nutzung von Leuten, die weiter herkommen. Aber in den Ferien und am Wochenende nehmen es auch gern die einheimischen Leute zum Ausflugsverkehr. Und durch den Anschluss an die Bahn AG in Kranzahl haben wir auch Anreise- und Abreiseverkehr zu den Hotels entlang der Strecke. In der Saison, was der Hauptteil des Jahres ist, fahren 12 Züge am Tag. Das heißt, 6 fahren den Berg runter und 6 auch wieder rauf. Und in der Nebensaison, was bei uns so meist März und November ist, sind es bloß 3 Züge je Richtung. Wir fahren ausschließlich Personenzüge, die hin und wieder vorkommenden Güterzüge dienen rein dienstlichen Zwecken. Die Bahn ist auf Erfolgskurs. Dabei drohten Mitte der 90er Jahre Stilllegung oder Privatisierung. Damaliger Eigentümer, die Deutsche Bahn AG. Im sogenannten Silbernen Erzgebirge liegt das beliebteste Wander- und Wintersportgebiet des gesamten Landstrichs. Das ganze Jahr über kommen Naturfreunde, Sportbegeisterte und Erholungssuchende hierher. Und natürlich die Dampfbahnliebhaber. Im Kreuzungsbahnhof Neudorf herrscht reger Verkehr und damit kein Mangel an geeigneten Motiven. Auf ihre Dampfrösser sind die Fichtelbergbahner ganz besonders stolz. Ja, die Lokomotiven, die wir hier auf der Strecke haben, sind zwischen 1952 und 1956 gebaut. In Babelsberg, sogenannte Neubau-Lokomotiven, die nach dem Krieg dann nochmal frisch aufgelegt wurden, weil ja Bedarf war in der DDR, haben ungefähr 600 PS, eine Spurweite von 750 mm und Kesselhöchstdruck von 14 Bar. Und ansonsten eigentlich für unsere Zwecke hier ganz gut geeignet. Und sei schöne Lokomotiven. Ausfahrt von 99773 Richtung Endstation. 5 Exemplare dieses Einheitsloktyps der ehemaligen Deutschen Reichsbahn sind momentan zwischen Kranzahl und Oberwiesenthal in Betrieb. Weitere dieser im Volksmund 7K genannten Maschinen fahren im Lößnitztal und im Zittauer Netz, im Norden Deutschlands auf Rügen und in Baden-Württemberg beim uns wohlbekannten Oechsle. Die Loks der Fichtelbergbahn sind hier zu Hause seit ihrem ersten Tag.
Der Bedarf war ja früher da. Der Güterverkehr zu DDR-Zeiten und so war ja hier auch stark verbreitet. Schotterwagen, also ein Schotterwerk hier, Steine abgefahren und so. Und war ja mehr Betrieb wie jetzt durch den Güterverkehr. Und Wismut-Zeiten hat man ja noch mehr Betrieb, wo hier Uranbergbau und so war. Und dadurch sind ja allerhand Lokomotiven hier hergekommen. Und Sie fahren richtig Plan hier, oder? Ja, das ist ja eine Nahverkehrsleistung, die wir hier betreiben jeden Tag. Und das ist Plandamm sozusagen. Dieser Zug kommt von Oberwiesenthal herab. Die Lok steht Tender voraus. Was bedeutet, dass es in der Endstation keine Drehscheibe gibt. Eine Werkstatt ist vorhanden. Die Instandhaltung wird, soweit es geht, selbst erledigt. Schon der Opa, der Vater und der Onkel waren bei der Bahn. Also hat auch Michael Schrafke den Dampflokführer gemacht. Das war Ende der 90er Jahre, als die Landkreise des Obererzgebirges mit Gründung der BVO-Bahn GmbH den öffentlichen Nahverkehr in der Region wieder ankurbelten. Und los geht's auf eisenbahnromantische Bergfahrt nach Oberwiesenthal. Jetzt beginnt eine Steigung mit maximal 27 Promille. Und ab jetzt versteht man auch, warum das Erzgebirge als Schneeloch bezeichnet wird. Wenn nirgendwo sonst das Attribut des Winters zu sehen ist, auf den hiesigen Höhen, da liegt es. Die Station Kretscher am Roten Seemar. Und danach, welch Freude für die Filmer und Fotografen, eine Scheindurchfahrt bei Sonne und Schnee. Halt im Bahnhof Hammer unter Wiesenthal. Warten auf eine Zugkreuzung. Unser Zug ist früh dran. Es wird noch dauern. Fragen wir also den altgedienten Heizer nach seiner langen Bahngeschichte. Ich habe 1968 beim Gleisbau angefangen. Da waren ja zu der Zeit waren gewisse Voraussetzungen gefordert, die hatte ich nicht erfüllt, keine Partei. Aber später konnte man sich dann im Bohr dienen und dann ging es irgendwann auf die Maschine als Heizer, wie das ist, fängt man links an, bis man dann auf der rechten Seite irgendwann ankommt. Sind Sie angekommen? Ja, doch. Ja, das war dann 77, war ich dann Lokführer, erst Diesel, dann Dampf. Und 1984 habe ich dann Lehrlokführer gemacht, Ausbildung. Ja, und das mache ich eigentlich hauptamtlich heute noch. Aber wie das bei uns ist, wir tauschen rechts, links alle möglichen Dienstposten. Auf die Minute genau der Zug von Oberwiesenthal. Schnell noch eine letzte Frage. Eisenbahner am Fichtelberg, ein Traumberuf? Die Bewunderung der Passagiere ist ihm ja sicher. Erstens das und zweitens auch in dieser Randregion, sage ich jetzt mal, Arbeit vor der Haustür ist immer super. Also möchte ich nicht tauschen. Uns ist immer ein krisensicherer Job gewesen. Ja, war eine richtige Entscheidung, das würde ich heute anders so sehen. Haben Sie viele junge Kollegen? Ja, haben wir auch. Wir haben also um die 20 und ja, ich bin mittlerweile der Älteste. Ungeduldig wie die Jugend ist, den Lokführer drängt zum Aufbruch. Wir verlassen Hammer Unterwiesenthal. Oberwiesenthal ist nicht mehr weit.
wenigen Jahren ist der Skispringer und Olympiasieger Jens Weißflog zum Wahrzeichen des Wintersportorts geworden. Viel ältere Rechte allerdings hat der stählerne Viadukt direkt vor der Einfahrt in den Bahnhof Oberwiesenthal. Noch eine letzte Schaufel für die allerletzte Steigung. Nach knapp 3 Stunden Fahrt, alle Fotohalte mit eingerechnet, ist bei Kilometer 17,4 das Etappenziel erreicht. Über dem Bahnhof der schneesichere Fichtelberg, auf dem der berühmte Sohn der Stadt seine ersten Rutschversuche machte. Und unsere zwei? Sie werden allein zurückfahren, denn wir wechseln jetzt die Bahn. Losgehen! Das sind die Verrückten vom Pressnitztal, und zwar im Jahr 2000. Freue zu mir. Drehen wir das Rad der Geschichte doch noch weiter zurück. 1892 eröffnete im Pressnitztal eine Schmalspurbahn zwischen Wolkenstein und Jöhstadt. Knapp 100 Jahre später war die Strecke stillgelegt und weitgehend demontiert. Dann, 1990, begann die Interessengemeinschaft Pressnitztalbahn mit unglaublichem Engagement 8 Kilometer der Strecke wieder aufzubauen. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie das spannende Anziehen einer Schraube, die letzte, die uns noch von Steinbach trennt. Im Sommer 2000 war es dann soweit. Die neue Pressnitztalbahn zwischen Jöhstadt und Steinbach konnte fertiggestellt werden. Ein zusätzlicher Triumph? Auch das alte Wasserhäuschen in Steinbach wurde wieder in Funktion gesetzt. Grund zum Jubeln für Loks und Mannschaft gleichermaßen. Zehn Jahre harte Arbeit in jeder freien Minute. Die Freude bei den vielen freiwilligen Helfern und der Bevölkerung war riesig. Eine eigene Museumsbahn im Tal, aufgebaut trotz Skepsis und Häme. Für manch Verrückten damals noch gar nicht ganz fassbar. Wir alle haben davon geträumt. Das kann ich nicht richtig verstehen. Ich habe auch keinen auf der Reihe gekriegt. Das ist jetzt 7 Jahre her. Der Museumsbahnbetrieb hat sich mittlerweile eingespielt. Die Freude daran und das ehrenamtliche Engagement sind geblieben. Der Dampfzug am Wasserhäuschen ist längst wieder zum gewohnten Bild geworden. Es ist aufgetankt. Die Fahrt könnte eigentlich beginnen, nur wo früher einmal hauptsächlich Güterverkehr zu versorgen war, sind es heute Wagenladungen voller Touristen. Und die wollen fotografieren und fotografieren und fotografieren. Da kann der Fahrplan schon einmal etwas in Verzug geraten. Jetzt aber kann uns nichts mehr aufhalten. Das berühmte Postkartenmotiv der Schmalspurbahn im Pressnitztal. Die Ausfahrt im Bahnhof von Steinbach hinaus auf die Strecke Richtung Jöhstadt. Zur genauen Lage. Ohne Anschluss an die Linie Chemnitz-Weipertie führt die Pressnitztalbahn mit Verlauf von Jöhstadt über Schmalzgrube nach Steinbach ein völlig autarkes Inseldasein unweit der Grenze zu Tschechien. Wir machen diese Fahrt zwar in entgegengesetzter Richtung, was aber dem Vergnügen keinen Abbruch tut. Das Flüsschen Pressnitz ist übrigens der Grund, warum hier einst überhaupt eine Bahn gebaut wurde.
An die 70 von Wasserkraft abhängige Mühlen und Sägewerke benötigten sie zum An- und Abtransport. Eine richtige Straße durchs bewaldete Tal gab es erst viel später. Jetzt erfreuen sich Ausflügler an der Bahn und fotografieren und fotografieren. Dass die Dampfeisenbahn in dieser abgeschiedenen Gegend ein solcher Publikumsrenner ist, entschädigt die Museumsbahner für ihre Plackereien. Einer erinnert sich. Nachdem das bekannt wurde, dass im Erzgebirge wieder was Museales aufgebaut werden soll und das mit Schmalspur- und Dampflokomotiven zu tun hatte, da musste man eigentlich einfach mit anpacken und mit zufassen, um hier was Vernünftiges draus zu machen. Wir haben zwar müssen sehr lange bauen, weil überall dort, wo demontiert wurde, sind wir hingefahren, haben das Zeug dort geborgen und hier wieder hergebracht und hier wieder aufgebaut und alles in ehrenamtlicher, freiwilliger Tätigkeit und das fast 10 Jahre lang. Also das war schon ein richtig schwieriger Abschnitt. Dabei ging es ja nicht nur um Gleise, Bahnsteige und Ähnliches. Auch das Wagenmaterial musste erst einmal zusammengesucht und hergerichtet werden. Da ist einer 22,5 Jahre als Gartenlaube in dem Garten gestanden. Na, und seit voriges Jahr fährt er wieder bei uns. Bei uns fährt ein Hühnerstall, bei uns fährt ein Bettenwagen von dem Kinderferienlager, bei uns fährt ein Lagerschuppen, bei uns fährt ein Aufenthaltsraum. Also alles 20, 25 Jahre außer Betrieb gewesen und wieder hergerichtet, um den Fahrgästen zu zeigen, was früher mal hier auf den Schmalspurbahnen in Sachsen an Fahrzeugen unterwegs war. Fahrt in den Bahnhof Schmalzgrube. Für die Passagiere Zeit zum Fotografieren. Für uns Gelegenheit, nach Lokomotive und Lokführer zu fragen. Der hat sich für diesen Tag extra freigenommen. Wie schon erwähnt, sind hier nur Ehrenamtliche am Werk. Das ist ein Kindheitstraum von hier. Ich wollte schon immer auf den Dampflok, als kleines Kind schon. Und das habe ich mir damit bei diesem Verein hier verwirklichen können. Und das auf einer Lok, der man in Eisenbahnerkreisen den absoluten Kultstatus nachsagt. Das sind Lokomotiven der sächsischen Bauart 4K. Das ist eine Günther-Meyer-Lokomotive mit 2 Drehgestellen. Sind gebaut ab 1892 bis 1918 und sind durch ihre Drehgestelle sehr kurvenläufig und sind für die Erzgebirgsstrecken ideal, oberbauschonend und sind ein Kult dadurch, weil sie halt auf der Strecke hier bis zum Fluss gefahren sind. Und da haben Sie mehrere? Wir haben davon 3 Stück. Alle 3 sind zurzeit betriebsfähig und sind unser ganzer Stolz. Weiter geht die Fahrt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h über so nett klingende Haltepunkte wie Loreleifelsen oder Schlössel. Wildbach, Stollen und Forellenhof haben wir längst passiert. Übrigens ist die Preßnitztalbahn ein sogenanntes, vom Freistaat Sachsen konzessioniertes Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Und dazu noch eins mit ausnehmend guten Manieren. In Betrieb seit Juni 2005 die neue Ausstellungs- und Wagenhalle der Preßnitztalbahn mit interessanten Möglichkeiten für außergewöhnliche Perspektiven. Hier lagert und wird instand gesetzt, was noch nicht auf Strecke ist oder kann. Der Besuch ist kurz, der Fahrplan drängt. Von Mai bis Oktober am Wochenende, jeden Feiertag, dazu am Advent, an Weihnachten und Neujahr, auf Bestellung auch nach Kundenwunsch. So sind die Preßnitztaler unterwegs.
Verrückte sind sie schon, aber auf sehr angenehme Weise. Das war unser Ehrenname, als wir nämlich hier angefangen haben, 1992, haben wir einen Bahnhofsfest gemacht, weil wir an das 100-jährige Streckenjubiläum erinnern wollten. Und zu diesem Bahnhofsfest hatten wir an diesem Pfingstwochenende über 7000 Besucher. Und das hat eigentlich auch mit den Ausschlag gegeben, dass wir sagen, wir wagen es, ein Stück als Museumsbahn wieder aufzubauen. Und viele, die daran gezweifelt haben, ist selbstverständlich, es war ja nichts mehr da, die dann gesagt haben, naja, das sind die Verrückten aus dem Bresnitztal. Und naja, das hat dann der Landrat bei der offiziellen Übergabe der Konzession dann zurückgenommen. Aber wir haben es mit Würde getragen, für uns war es ein Spaß, weil wir gesagt haben, was wir uns einmal im Kopf gesetzt haben, das wollen wir natürlich auch schaffen. Und das ist uns natürlich auch gelungen. Bei Dämmerlicht erreicht die sächsische 4K ihren Unterstand. In Jöhstadt ist Endstation mit Werkstatt und Lokschuppen. Hier endet auch für die Passagiere der Sonderfahrt das sächsische Schmalspurvergnügen mit Dampf und Kohleduft. Eine letzte Scheineinfahrt und dann. Das war's. Thank you very much. Busse sind auch schon da. 6 o'clock, the buses will leave at the parking place to Kransaal. Der Rückreisetag ist angebrochen. Und was wäre so ein Morgen ohne eine schöne Tasse dampfenden Kaffee? Die letzte Dampflok unserer fünftägigen Tour kreuz und quer durchs Erzgebirge ist ein technisches Kulturdenkmal. Eine ehemalige Kriegslok der Deutschen Reichsbahn, eine Baureihe 52. Aus Leipzig kam sie extra für uns nach Chemnitz. Ihr Lokführer macht einen sehr erfahrenen Eindruck. Sind Sie richtiger Bahner? Ja, gewesen. Ich habe mit Dampflok angefangen, 1969, also 65 angefangen auf der Lok. 69 Lokführerbriefung und bis zur Rente auf der Lok gewesen. Aber eben auch hier Diesel in E und alles, was Räder hat. Der grenzenlose Winterdampf, Motto dieser Fahrt, geht auf der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale seinem Ende zu. Herrliche Erlebnisse liegen hinter uns. Eines der schönsten liegt noch einmal vor uns. So richtig zeigen wir es erst zum Schluss. Es ist das Göltschtal-Viadukt, die größte Steinbrücke der Welt. Haben wir etwa zu viel versprochen? Mit der Eisenbahnromantik durchs Jahr 2008. Der Kalender ist ab sofort im Handel und im SWR-Shop erhältlich.